Hey Leute, da sind wir in Part 15 von Let's Play Life is Strange 2 hier auf dem Balkon vom Three Seal Motel und wir können uns hier ein bisschen ausruhen, auch wenn er sagt die ganze Zeit, dass er das Bad einlassen möchte für sich und Daniel. Ich habe seit dem letzten Part... Feels good to be in an actual room, not in the middle of the woods. Auf jeden Fall. Ich habe wieder hierher gespielt bis zu diesem Punkt seit dem letzten Part und ich ruhe mich jetzt mal kurz aus. It's nicer here. Wish I cared. Puerto Lobos, Mexico. Can I get us this far? Safe? How can we get there without money? And Daniel still doesn't know what really happened. How the fuck am I gonna tell him? Me and Daniel just have to take it one step at a time. Ja, armer Sean. Er trägt sehr schwere Last, muss man ganz ehrlich sagen. Vor allem, weil er ja selber nicht weiß, wie das so weit gekommen ist. Ich meine, ich weiß es ja auch nicht. Was da in dieser Situation abgegangen ist mit dem Brett und dem Polizisten und mit Papito. Eieieiei. Meine Güte. Tja, Leute. Ich verlasse die Szene mal, bevor seine Gedanken noch trübsinniger werden. Und wir gehen jetzt mal rein und sorgen dafür, dass hier gebadet wird. Aber beim Anschauen vom letzten Part ist mir noch etwas aufgefallen, Leute. Und zwar Schrank öffnen. Ich habe mir hier diese Karte angesehen, dieses Souvenir. A cheap souvenir for a cheap trip. Genau. Makes sense. Aber ich habe sie auch noch aufheben können. Das hatte ich erst beim Angucken bemerkt. Und ich denke, dass wir jetzt noch neues Souvenir. Ja, genau. Ups. Da ist sie. Upsi. Rechts unten. Genau. Okay. So ist es. Ja, Leute, ich glaube, wir haben uns überall umgesehen. Jetzt gehen wir mal ins Badezimmer. Oder haben wir das hier auch? Ah, das haben wir noch nicht gesehen. Ansehen. I miss GPS already. But at least we're progressing south. Das ist wahr. Arcadia Bay Lighthouse da in der Mitte, okay. World Best Clam Chowder. Three Seals Motel. Naja, immerhin, ein Stück weit sind wir schon, aber das ist ja nicht die Karte von der ganzen Westküste, sondern nur Oregon. Nur in Anführungszeichen. Ich finde, wir sind schon weit gekommen. Ansehen, Motelregeln. No worries. We don't have to build a fire tonight. Okay, Three Seals, Regeln für Gäste. Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Brody, wo bist du? Kein Rauchen, kein Lärm oder laute Musik, kein Kochen und kein offenes Feuer. Frühstück von 7 bis 10 Uhr, Checkout bis 11 Uhr. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für verlorene oder gestohlene Gegenstände. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Okay, ich hoffe, der Brody hat das Frühstück mitgebucht für uns. Das wäre echt cool. Einschalten. Aha. Und jetzt sehen wir uns hier mal um. Wasserhahn waschen. Ansehen. My hair feels like it's coated in dirt. A shower after Daniel will be bliss. Ja. Wasserhahn waschen? Dude, you really look like shit. Tja, das letzte Mal haben wir uns auf der Toilette bei
der Tankstelle gewaschen. Haben wir hier noch irgendwas? Wasserhahn, Schaumbad. Schaumbad ansehen. Time to be a kid again. Ja, aber ich würde mal sagen, Daniel darf als Erster, oder? Ansehen. Man, this hot water is going to feel so good. Jo, und wir öffnen. Fill her up. Machen wir voll. Yuck, Sean. It's a condom in my bag. Gross. Hey, don't touch that. Das hatten wir für Jen mitgenommen. Hinzufügen. Daniel will love this. Deswegen machen wir das auch. Ich weiß noch nicht genau, Leute, wie das laufen wird, wenn wir ihm sagen, was los ist. Ansehen, Badewanne, ansehen. One bubble bath coming up. Brother of the month. Yeah, right. Wasserhahn. Man, this hot water is going to feel so good. Ja, ich will jetzt hier bloß nicht weggehen, weil ich nicht weiß, wann ich ausschalten muss. Wann ich den Hahn wieder abdrehen muss, sozusagen. Ja. Oh. Daniel wird uns angezeigt. Hi, Daniel. Gemeinsam TV schauen, ins Bad schicken. Daniel, ich würde sagen, du fängst an und gehst ins Badezimmer und danach gucken wir zusammen Fernsehen, wenn wir beide gebadet haben, hm? Daniel needs to hit the bath. You ready? Aw, the episode's almost finished. Nice try. The water's hot. Come on. Yeah, okay, I'm going. Oh my god. Whoa. So many bubbles. Try and keep them in the bathtub. I will. Promise. Thanks. And no, the dog is not taking a bath with you. Okay, okay. Don't worry. Ja, genau. Okay. I should throw my phone away while Daniel is washing. Ah, okay. Ja, das hat uns der... He'd freak out if he saw me. Ja, das hat der Brody uns geraten, bevor er gegangen ist, nehmen. Time to say goodbye to modern life. Lila. Oh, shit. Lila's freaking out. Maybe I should leave her out of this. Or she'll get into trouble too. Oh, Entscheidung. Lila nicht anrufen, Lila zurückrufen. Sean, ich sehe, du bist online. Wo bist du? Ich mach mir Sorgen. Bitte ruf mich an. Die Polizei... fragt ständig irgendwelche Fragen. Ich will's, will Ihnen nicht sagen. Bitte, Sean, ruf mich an. Wähle die Option aus. Mist, Leute. Also der Brody hat natürlich vollkommen recht. Wir dürfen nicht zu viele Spuren hinterlassen. Auf der anderen Seite, ich meine, Sean haut jetzt wahrscheinlich für immer ab nach Mexiko. Und wenn wir das Teil wegwerfen, dann wissen wir nicht mehr, ob wir Lailas Nummer noch haben. Ja. Ja, vielleicht ist es unvernünftig, Leute, aber ich rufe Laila an. Ich finde, das hat sie sich verdient, auch wenn es... Oh, das ist ein Fehler. Hör auf dein Gefühl. Wir rufen Laila an. Sean? Hey, Lila. Sean, is that you? Do you... Sean! Oh, God. Are you okay? I guess. I'm in a motel. With Daniel. Shit. Everyone's looking for you here. Ich habe nichts getan. Geht's dir gut? Was soll ich hier sagen?
Ich frage sie, ob es ihr gut geht. How about you? Are you okay? No. Everything's fucked up. I'm so worried about you. The cops are talking to everybody at school. This is a nightmare. We're fucked. Sean, don't say that. It will be okay. I miss you so much. Maybe you could come back. Ich wünschte, ich könnte. Absolut nicht. Ich wünschte, ich könnte. You know I wish I could, but we can't take that risk. They're gonna put me in juvie. Daniel... Bullshit. You're innocent. And I've got your back. No matter what. No way. I'm not gonna let you get in trouble for me. Stop acting like I'm never gonna see you again. That's bullshit. So sieht es aus. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich tierisch leid, Leute. I'm sorry. I totally hate this. I guess the freaking fighters are disbanded for a while. Shit actually changes, I guess. So, where are you going? We're just going away for now. I'll call you if I get a chance. I miss you, Lila. Sean, wait. Okay. Wait. Okay, okay. And action. Daniel, get your butt in here right now. Leute, ich denke, das ist alles gesagt, was gesagt werden musste. Ich schmeiß jetzt das Handy ganz schnell weg. Ganz schnell. So wie es uns auch tut. Okay, don't think about it. Just tell Daniel the truth. Are you kidding me? Remember that song? Come on, dance! Gespräch suchen, mitmachen. Leute, ich habe mich jetzt vielleicht dummerweise entschieden, nicht gleich auf Brody zu hören und das Handy so schnell wie möglich loszuwerden. Ich habe noch Sean die Gelegenheit gegeben, Lila anzurufen. Und ich finde, es ist auch alles gesagt worden, was gesagt werden musste. Und ich bin jetzt dabei, Brodys anderen Tipp aber zu beherzigen. Ich werde mit Daniel das Gespräch suchen. Man, I can't dance right now. My legs are thrashed. Sorry. You're no fun. Daniel, come here. We need to talk. Can we get a drink first? I'm thirsty. Right now? You said I could have a Coke. Or something. Okay, I'll get you a soda. But when I come back, we're going to talk. Serious. Fine. What's the big deal? Ich fürchte, das wirst du noch merken. Und ich habe so das Gefühl, er wird eingeschlafen sein, wenn wir zurückkommen. Aber wir haben ja den Automaten schon erspäht. Automat. Limo, $2. Ja, aber für das anstehende Gespräch $2 für so eine kleine Dose. Na gut.
Daniel. Oh, fuck. Oh my God. Daniel! What's happening? Daniel, calm down! You lied! Dad! Your dad is dead! Why? Oh, wirklich, es war ein Unfall. Ich kann mich nicht erinnern. Say something! You asshole! I... Why? Why did you lie to me? Ich hatte Angst. Ich wollte dich beschützen. I just wanted to protect you until I could... Protect me from what? You? I hate you! Not my brother! Sag das nicht. Entspann. Sag das nicht. Don't say that. I know I messed up everything. We're gonna get through this. Don't touch me! Daniel, please! Shh. It's okay. I want Dad. Me too. You told me we were gonna see Dad. I'm sorry. I just... Just don't lie to me ever again. Ever. Versprochen. Ich werde es versuchen. Versprochen. Auf jeden Fall. I promise. I won't lie to you again. I promise. I'm serious, Sean. I know. Me too, Danny. What are we gonna do without him? Shh. It's gonna be okay. It's gonna be okay.